Nach einer erfolgreichen Wiederbelebung übernehmen wir den Patienten auf die Intensivstation. Hier gibt es ein ganz strukturiertes Vorgehen. Wenn noch nicht geschehen, legen wir einen Beatmungsschlauch ein und führen in der Regel eine Narkose durch. Das künstliche Koma ist nichts anderes als eine Narkose. Wenn nötig, haben wir die Möglichkeit, hier eine Nierenersatztherapie bei Versagen der Nieren in Form einer Dialyse durchzuführen. Wir haben die Möglichkeit, den Patienten runterzukühlen mit speziellen Geräten, denn Fieber gilt es unbedingt zu vermeiden. Auch alle anderen Körperfunktionen können wir überwachen. Das Ganze machen wir in der Regel für 72 Stunden. Nach 72 Stunden, manchmal auch vorher, aber in der Regel ist es erst nach 72 Stunden möglich, eine Aussage darüber zu treffen, wie der Patient sein weiteres Leben bestreiten wird. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 19. September. Ein wichtiger Termin folgte an diesem Donnerstag dem nächsten hier in Südbrandenburg und mit entsprechender Politprominenz. Unter anderem eröffnete der Lausitzer Stahlbau Ruhland seine neue Produktionshalle. Zuwendungen aus Strukturstärkungsmitteln wurden in Tettau an den WAL überreicht und dann gab es heute auch eine Grundsteinlegung zwischen Schipkau und Klettwitz. Grüner Strom aus der dritten Etage. Dafür wurde am Donnerstag der Grundstein gelegt. Auf der ehemaligen Tagebaukippe zwischen Schipkau und Klettwitz baut der Dresdner Ingenieurdienstleister Gikon ein Windrad mit einer Nabenhöhe zwischen 200 und 300 Metern. Da die Windausbeute um bis zu 40% höher liegt als bei bisherigen Anlagen, soll die Gittermastanlage teleskopartig ausgefahren werden können. Dadurch werden auch bei der Montage der Anlage Kraneinsätze minimiert. Auf der ehemaligen Kippe wird am Boden Solarstrom erzeugt. Darüber drehen sich die Windräder im bestehenden Windpark. Und die neue Anlage wird diese Höhe deutlich übersteigen. Der Wahlsonntag kann kommen, so die Einschätzung der Kreisverwaltung OSL vor dem 22. September. Die Vorbereitungen seien bislang gut verlaufen und die Lage ist entspannt. Nach einer ersten Einschätzung gibt es eine starke Resonanz für die Briefwahl. Wer sich kurz entschlossen für eine Briefwahl entscheidet, kann die notwendigen Unterlagen noch bis Freitag 18 Uhr beantragen. Der Wahlbrief muss jedoch bei der auf dem Umschlag angegebenen Adresse spätestens am Wahlsonntag bis 18 Uhr eingegangen sein. Alternativ zum Postversand könnten die Briefwahlunterlagen bis zum Wahltag direkt bei der Wahlbehörde abgegeben oder in den Briefkasten eingeworfen werden, so Landeswahlleiter Josef Nussbaum. Die Stadt Lauchhammer tritt aus dem Tourismusverband Lausitzer Seenland aus. Das haben die Stadtverordneten bei ihrer Sitzung am Mittwoch beschlossen. Bis Dezember soll es jedoch weitere Gespräche über eine mögliche weitere Mitgliedschaft zu geänderten Konditionen geben, bestätigt der SVV-Vorsitzende Jörg Gärtner gegenüber Seenluft 24. Beschlossen haben die Abgeordneten die Gültigkeit zur Wahl der SVV und die neuen Ortsbeiräte. Grünes Licht gab es auch für die weitere Unterstützung des Kunstgussmuseums durch die Stadt. Die Beschlussvorlage zur Reduzierung der Aufwendungen für die Laubentsorgung wurde zurück in die Ausschüsse verwiesen. Und hier folgen nun weitere Kurzmeldungen. Nach dem Gebäudebrand in Ortrand am vergangenen Montag wurde jetzt ein Spendenaufruf gestartet. Der Schaden am Wohnhaus liege bei etwa 100.000 Euro und die Betroffenen stehen vor dem Nichts, schreibt die Amtsverwaltung. Das Amt und die Stadt Ortrand rufen deshalb auf, die Familie in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Die Kita am Bornen Gute Born feiert an diesem Freitag ihr 60-jähriges Bestehen. Dazu gibt es einen Tag der offenen Tür von 10 bis 16 Uhr. Neben Führungen und Gesprächen warten unter anderem auch eine Kindereisenbahn und ein Glücksrad auf die Besucher. In den Abteilungen Nachlass- und Ordnungswidrigkeiten des Amtsgerichtes Senftenberg wird zum 1. Oktober die elektronische Akte eingeführt. Aufgrund von Mitarbeiterschulungen sind diese Abteilungen am 23. und 24. September nicht erreichbar. Auch kann es zu Verzögerungen in der Bearbeitung kommen.
Im OSL-Kreis arbeiten aktuell rund 3.300 Menschen für den gesetzlichen Mindestlohn von 12,41 Euro pro Stunde. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Pestel-Instituts im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, NGG. Stiege der Mindestlohn auf 14 Euro, würden auf einen Schlag rund 7.700 Jobs profitieren, so die Wissenschaftler. Nach europäischen Vorgaben müsse der Mindestlohn bald schon bei mindestens 15 Euro liegen. Laut EU müsse die Bundesregierung zudem für eine Erhöhung der Tarifbindung sorgen. Wirklich fair bezahlt werde nur, wer Tariflohn bekomme, sagt der Geschäftsführer der NGG Berlin-Brandenburg, Sebastian Riesner. Und das waren unsere Meldungen. Jetzt folgt hier der Polizeibericht. Feuerwehr und Polizei wurden am Donnerstagmorgen zu einer Tankstelle in Kalau gerufen. Dort wollte eine Frau ihren Pkw betanken. Allerdings blieb der Tank leer und das Benzin lief auf die Straße. Unbekannte hatten zuvor ihren Tank angebohrt und den Kraftstoff abgepumpt. Feuerwehr und Straßenmeisterei beseitigten den Kraftstoff. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls. Und das waren unsere Nachrichten für Sie. Hier folgt nun noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Der Freitag wird mild bei 11 bis 21 Grad, Sonnenschein, soweit das Auge reicht, und kein Niederschlag. Am Samstag bleibt es angenehm bei 10 bis 22 Grad, ebenfalls einem wolkenfreien Himmel über den ganzen Tag hinweg und keinem Regen. Der Sonntag verhält sich wie die Vortage bei 11 bis 22 Grad, einem leicht bewölkten Himmel und ohne Schauer.